So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal werde ich an Elite Ancient Outposts angreifen. Ich hatte schon einen angegriffen, der ist Koop mit meinem lieben Freund Krion. Der ist jetzt nebenbei, wir reden ein bisschen wegen Taktik. Also, Xenobombardement Torpedo 4 habe ich schon, aber es gibt 650.000 Punkte. Das ist für mich schon wert. Und man bekommt Punkte für den Bonus. Ich glaube nicht, ob man das nicht hört. Auf jeden Fall bekommt man ja noch beim Dynasty Event auch noch Bounty. Koop Bounty Hunt. Das gibt nur für Koop Ziele. Wir haben 650. So. Also das Ding ist schon riesig, die Basis. Machen relativ viel Schaden, aber kann kaum was einstecken. So ist es immer bei denen. Ist typisch Hive, Barrage Hive und Ancient Reaper. Die machen nur Ultraschaden, aber haben kaum Verteidigung. So, dann sind wir auch gleich da. Okay, dann greifen jetzt hier die 90er Basis an, okay? Und ich als erstes. Also wie gesagt, wir haben es schon mal gemacht. Wir wissen, welche Taktik wir benutzen müssen. Und wie wir das machen. Wir wissen auch, dass wir es schaffen, also. Okay, ich bleib hier stehen, eher auf. Du stellst dich mit deinem Paladin neben ein. Die Schiffe auch so ineinander. Also wir warten jetzt ein bisschen, bis wir die Formation richtig haben. Also hier seht ihr das schon. So eine Art, ja, so ein schlossähnliches Teil. Wir werden erst das rechte, dann das linke, dann das mittlere ausschalten, dann halt rechts oben die beiden. Und dann außen nochmal teilen wir uns auf. Ich nehme die linke Hälfte und du die rechte Hälfte, okay? Ja. Okay, sag, wenn du fertig bist. Schieb deine Schiffe am besten zwischen meine, damit es gerechten Schaden gibt. Vor, Mann. Ja, ist gut. Ich habe nicht so viel Panzerung, ich habe jetzt zwei Guardian Cruiser. Halt so ein scheiß Ding. Ich habe auch noch keinen Tungsten Armor, ich habe kaum was. Ziemlich traurig. Okay, wir nehmen das rechte. Bist du bereit? Hier direkt auf das Ding. Ja, du musst schon ein bisschen Gas geben, ich bin vor dir. Kannst du vielleicht deine Panzer vorschicken? Obwohl, nee, ist gut so als Verteidigung. Du hast ja zwei hinten bei den Paladins. Ja gut, ich habe ja mal extra meinen, wie heißt der? Den Flottnerbär. Wir gehen frontal rein. Direkt über die. Hier sieht man die Squadrons schon kommen. Komischerweise voll raumverzögert. Die meisten Schaden machen halt die Geschütze, nicht die Staffel. Pass auf, dass du nicht wieder dein Schiff in die Mine schmierst. Ziemlich oft. Alter, was machst du? Zerstörst die ganze Formation. Man hört dich eh nur leise im Hintergrund, aber. Okay, ich gehe schon mal gleich aufs. Wie heißt das? Mitte, nicht das linke. So. Die Sache ist halt, das macht dann noch Flächenschaden durch die Zerstörung. Ich fliege in die Mitte, aber mach Schaden auf das nur aufs linke. Du hast hier kaum Schaden, ne? Bleibst ja lieber hinten. 80%. Jetzt gehe ich mal ein bisschen vor. Nee, nee, nicht das, nicht das. Nicht KI, nie in dem KI.
Fuck, mein einer Puncher ist schon tot. Alter, du musst da deine Sachen vorstecken, ich verrecke hier gerade komplett. Alter, wir haben noch vorne die Teile, Mann. Junge, ich verrecke komplett. Wir müssen auch noch das rechte andrehen. Was machst du mit deinen scheiß Schiffen da links? Wir haben noch rechts das ganze große Ding, Mann. Das ist 50%. Naja, die Geschütze sind immer noch einmal. Die machen richtig Schaden. Ich nehme die rechte Seite und ich bin schon da. 50%. Mein Paladin ist noch öfter. Hier ganz außen, mein Paladin wird komplett weggehauen. Ich hätte den vielleicht ein bisschen mit reinziehen sollen, aber es ist auch zu viel. Ich habe jetzt noch 3 Schiffe mit dem Paladin. Paladin ist eh gleich tot. Komm, Paladin. Hau noch Schaden raus. 34%. Also insgesamt ist der Kampf schon wert. Ja, ich schaff's nicht. Meine Flotten sind immer. Ja. 29%, 2 Schiffe noch übrig. Keine Ahnung, aber du bist hier komplett nach hinten und hast mir den Konzentration nehmen lassen. Ich glaube, ich lasse die in gefahrene Route fliegen. Oder glaubst du, wir schaffen das? Ja, schaffen wir, gell? Du musst halt bei dir links aufpassen. Ich habe hier bei mir schon was gemacht. Ich habe hier nur 4 Schiffe oder so. Nee, du hast unten nur noch. Es geht. Wenn ein Paladin Squad uns geschickt hat, dann zerstört es ja im Nachhinein automatisch. Selbst wenn ein Paladin kaputt ist. Du hast noch deine scheiß 4 Schiffe. Ich habe hier was zu befürchten. Ja. Ich komme zu dir rüber. Ich kill die oben da. Na gut, hat ganz gut geklappt, ja. Besser als letztes Mal. Ja. Am Anfang war es ziemlich hart. Ne, am Anfang ging es, Mitte ging. Kurz vor Ende war es am härtesten, finde ich. Dann hast du gesehen, wie deine Schiffe verreckt sind und hatte man Zweifel. Ja, ich habe nur 2 Guardians. Ich baue gerade das Schlachtschiff, das neue. Ich habe nicht genug Ressourcen. Da ganz unten links, 3 Stück. Warte, ich schicke meine Guardian zurück. Damit er nicht so viel Schaden macht. Ich mach schon. Ja. Och, man sieht es nicht. Dein rechter ist aber auch ein bisschen am Arsch. Und 0%, nice. Oh, 2 Leute kommen zu. Bitte nicht viel von aus. Okay, gut, dann gehen wir zurück. Ich hole mir noch Ressourcen. Ich habe bekommen was. So, wie viel haben wir bekommen? Ich habe jetzt über 1,3 Millionen. Ey, du hast mir noch Ressourcen geklaut, Mann. Ich habe gar nichts. Junge. Ich öffne noch den Vindicator Mark 5. Na gut, das war's. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.